Und damit wieder ein herzliches Willkommen zu Deponia. Einen Moment, ganz kurz. Ich muss kurz was hier ein bisschen umstellen. Ich habe das gerade ein bisschen, leider, ein bisschen blöd gestellt. So, jetzt ist schon wieder besser. Ja, wir sind noch immer mit unserem Fisch im Gange. Aber wenn wir es nicht mit der Phosphor-Zuckerwatte verbinden können und es auch nicht da in die Zuckerwatte reinstecken können, den Fisch, wie wäre es, wenn wir den Fisch einfach in die Lache legen? Und das klappt sogar. So, jetzt müssen wir ihn noch zum Leuchten bringen. Warum habe ich die... Ich hätte... Hallo? Dann eben so. Phosphor-Sardellen. Eine Rufus-Gott-Kooperation. Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Ist ruhig. Ist ruhig. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt, er hat uns durchschaut. Schnell weg! Hallo? Es werde Licht. Okay, es klappt, es klappt. Und schon haben wir den... keine Ahnung, leuchtenden Köder wahrscheinlich gesehen oder so. Weil vorhin war es ja ein Köder. Jetzt leuchtet er auch noch. Oder den Phosphorköder, ich weiß es nicht. So. Machen wir uns schnell auf den Weg zum Fischi. Weil der Fischi hat ja anscheinend Bärenhunger, ne? Komm, Fischi. Hier bin ich, hinter dem gesprungenen Fenster. Oh oh. Dummes Viech. Oh, der arme Wal. So. Da war ein Eichhörnchen. Und da ist eine Metallplatte am Mond angebracht. Sehr schön. Eine Truhe. Zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Ja, Piraten und Menschenhändler, weil es in Deponia ja so Sinn macht, mit Menschen zu handeln. Okay, gehen wir mal rein. Wer ist mein Gegner? Na, wen haben wir denn da? Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast. Doc? Was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesem Piraten entführt? Haare aus. Ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Ja, hallo Goal. Na, Süße.
Wenn ich mit dir fertig bin, dann wirst du mich lieben. So, drücken wir mal den Eject-Knopf. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und eine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ah ja. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst, ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. So. Und bevor wir Staub wischen, reden wir mal nochmal mit Doc. Hast du die Kontakte schon gereinigt? Ich bin fast fertig. Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange ausklingt. Wem sagst du das? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium auch so gute Partys. Wer will ein Pirat sein? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Zumindest lügt er wie einer. So, reden wir mal mit ihm. Na, kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Ich... Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Blackbeard. Wehe, du hast dem Mädchen etwas angetan. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Da dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt gebrauchen. Johoho, und eine Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich, Dachte ich mir's doch. Ich schlage Waffenruhe vor. Ich schlage eine Waffenruhe vor. Aber nicht, weil ich Angst hätte. Sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha, dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Ja. Also irgendwie tut mir Bo so leid. Aber okay, Rufus ist nicht wirklich der Mensch, mit dem man sich viel unterhalten kann. Totaler Dachschaden, der Junge. Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja? Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Haha, beim Klabautermann. Hart Backbord. Komm uns nicht in die Quere. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Na hör mal, ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar 3 Jahre lang... Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du störte Bäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. So langsam springt er schon drauf ein. Hat einfach keinen Bock mehr. Lass Doc frei! Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich 2 gebucht. Hey, halte meine Mutter da raus. Wo auch immer da ist. Touché, Captain. Touché. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Eben. Touché, Captain. Touché. Der könnte zu einer Seetruhe oder so gehören. Oder zum Kerker im Rumpf dieses Schlepperschiffs. Ach, dieser Boso macht mich wütend. Genau, was ich brauche.
Ja, dann nehmen wir mal. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundere dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Genau. So, ich habe eine Ahnung, für welche Kiste der Schlüssel ist. So, offen. Der Schlüssel kann weg. Ja, ist ja nicht deiner, ne? Oh. 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 Okay, nein, Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher, original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste? Und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Wir müssen auf das Eichhörnchen achten, wenn es wieder zurückkommt. Falls es jetzt nochmal zurückkommt. Ich warte mal ein bisschen. Dann müsst ihr hier drauf achten. Auf den Mond. Ich habe das gerade gesehen, wo er geredet hat. Und weil ich ja selten unterbreche, wenn ich rede. Wenn er redet. Da! E.T. So, dann gehen wir wieder in den Kutter. Und schauen uns mal die Datasette an, ne? Rolls Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Genau, Vorsicht ist geboten. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Bu wieder sauber. Genau. Fangen wir mal an, ne? Kittebäck. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oje, Fettfleck. Da muss ich wohl nochmal rüber. Aber das gehört so. Oh oh, Fusselalarm. Ach. Das Fett kriegen wir auch weg, ne? Ich hoffe, das gehört so. Ach, verätzt. Nicht gut. Staubig, fettig, verätzt. Was denn? Noch mehr Fussel? Ui, hier geht gar gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. Genau. Die Drahtbürste, die perfekt ist, um solche Kontakte sauber zu machen, ne? Paar Kratzer drin, aber okay, damit können wir ja leben. Rufus liebt Goal. Könnte noch woanders herkommen. Und, hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut, dann zeig mal her. Moment mal, waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend, hat da jemand seinen Namen ein eingeritzt? Gib mal lieber wieder her, das wird schon passen, oder? Muss ja. So, dann wecken wir mal meine liebe Braut auf. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist...
Olfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Ich habe dich gerettet. Oh, du Süße. Du Wunderschöne. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja, offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei's drum. Du kannst dich ja auch später noch bedanken. Genau. Kannst dich später noch bedanken. Wir haben so viel für dich gemacht und du änderst dich einfach nicht. Was sind denn das für Manieren? Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja. Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Wieso sie das dauernd wiederholt, interessiert keinen. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unserer Erkundungsmission. Ja schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Ja, genau, sagen wir dir doch. Warum hörst du uns nicht zu? Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Genau, mein Reden. Das verhindern wir auch, meine Süße. Ich zeig dir, was ich drauf hab. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. So, genug geredet. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Wir sollten den Organon-Kreuzer kapern. Wir sollten den Organon-Kreuzer kapern. Während du die Organons ablenkst, schleiche ich mich zur Brücke. Dort verkleide ich mich als Steuermann, indem ich mir einen Bart aus einem Pinsel und etwas Leim bastle. Dann müssen wir nur noch etwas Draht und einen Schraubenzieher finden und... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Genau, worauf warten wir noch? Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Alles fit? Und wie? Mir ging es nie besser. Danke für alles, Rufus.
Kein Problem für mich. Aber noch sind wir nicht in Elysium. Lass uns beeilen, okay? Oh ja. Ihr Chip ist schon nicht schlecht, ne? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich weiß ich das. So. Wo war hier noch mehr? Da war der Ausgang. So, ja, dann haben wir Goal. Oh, scheiße. Das sind Argus und seine... Verdammt! Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Ey. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Pah, die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Okay, schnapp sie dir, Tiger. Das sagt Mary Jane auch oft zu Spider-Man in den Comics. Das ist gerade lustig gewesen für mich, denn der die Comics gelesen hat. Ja. Und wie wir sie schnappen, seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Außer er muss dann mal weg. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihr im Schoß auf nem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet. Genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start.